Auf. Wir fangen an mit dem hungrigen Hugo. Klar, ihr kennt es. Hungriger Hugo, momentan Pflichtprogramm hier im Stream. Geht nicht anders, Leute. Und wir haben hier Montelie Trimax. Da bin ich mal gespannt. Auch witzig, dass Montana Black, nachdem Trimax so groß ist, Leute zu sich einlädt. Das kennen wir von Monte nicht. Da muss ich mich natürlich fragen, wenn ich dann auch wieder bei 40.000 Viewern bin irgendwann, kommt dann auch die Einladung oder liegt es einfach daran, dass ich ein Arschloch bin, dass ich nicht eingeladen werde? Wir werden es irgendwann erfahren. Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. Auf geht's. Let's go. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Der reiche Hugo. Wenn du das erste Mal bei Internet Bro zu Hause bist, aber Stimmung noch komisch ist. Oder du siehst doch knuffelig aus. Ja, stimmt. Aber beim Essen bricht das Eis. Ein Dürüm für mich. Alter, was für eine Love Story, die beiden. Was für eine Love Story, Digga. Was für eine gottverdammte Love Story. Boah, Junge! Oh Mann, scheiß Kevin, Alter, ich hasse dich, Digga. Wirklich, no joke. Gott verdammt. Du bist langsam ein Großer. 14, Alter. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Was ist das? Was ist das, Digga? Ich glaub, Lazy kennt keiner, Digga, weil das Lazy heißt. Kennt keiner, bevor ich geghostet hab. Oh shit, oh shit, Digga. Und Reapers lacht im Hintergrund, bei Reapers ist es 1 zu 1. Genau das gleiche. Oh mein Gott. Also ich war immer nach einem Schlag. Natürlich. Ihr habt gedacht, ich bin tot, ne? Hä? Oh. Schade! Österreich! Oh, Digga, Kevin, Mann. Bro, no joke. Also entweder sind wirklich alle Streamer um mich drumherum dumm, oder sie stellen dich bewusst dumm. Wisst ihr, was ich mache, Leute? Wisst ihr, was ich nächsten Stream mache oder übernächsten? Ich stelle mich einfach komplett dämlich. Ich stelle mich wirklich so dumm, wie Max und Kevin und Monte sich teilweise geben. Ich stelle mich genauso dumm, Digga, damit ich in jede gottverdammte Meme-Compilation reinbekomme. Also es kann doch nicht sein. Das ist doch wohl klar, dass das die Flagge von Finnland ist. Schweiz! Finnland, klar, genau. Dänemark! 5- bis 6-stellig im Monat. Ah, oh, schade. Kevin wollte? Da ist eine Ratte. Ah, nein. Ist der echt so schwer zu fliegen? Ach, Digga, dieser Clip. Hä? Und er sagt doch, es war meine Schuld. Mission failed. We'll Komm rein, Digga. Alles klar? Wie geht's dir? Ja, wie mit dir? Ja, auch ganz gut, ne? Und selbst? Ja, alles gut. Ja? Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Auch. Und dir? Ja, auch. Ja, und selbst? Auch. Der smalltalkende Boss. Kommt er aus Europa? Ja. Ja. Digga, wenn das Pelé ist. Oh, Digga. Wenn um 22 Uhr nochmal eine Lightning Round kommt, gibt es im Februar einen 12-Stunden-Stream von mir. Ich weiß den 12er sowieso nicht, Digga. Der Boss für die Community immer am Start und immer Content parat. Natürlich, klar. Ich mach ihn einfach nicht, Digga. Ich hab schon wieder das Spiel liegen lassen.
und eure Tracks gibt's, gibt's, gibt's. Alles, was ich schreibe, wird der nächste Hit. Aber muss dabei, ich gib. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch. Meine ganze Gang am Chillen, meine Bass in Butterbrot mit Weed. Ja, da bleiben alle. Meine Vibes sind so schön, so geschmeidig. Noch eine Brezel mit Salz macht dich neidisch. Oh, okay. Spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid. Digga, komplett verdient. Bitch. Corvette. Corona hat dieses Land in eine tiefe Depression versetzt. Das waren Sie, Frau Merkel. Sie mit Ihrer Politik. Das heutige Video ist gesponsert von Raid Shadow Legends und Merkel zockt es auch durch mit dem Code Revinzeit wahrscheinlich, oder? Aber geschieht das wirklich noch zum Wohle des Volkes? Chat, alles entspannt, aber schreib nicht die ganze Zeit, wie viele Zuschauer gerade zuschauen. Das ist doch scheißegal. 168.000 Zuschauer. Ja, sagt eurer Familie Bescheid. Ich hab heute nicht. Digga, das ist. Der Dupe-Moralkönig. Mal wieder. Einmal auf die Zuschauerzahlen geachtet, Chat. Weil es nicht relevant ist für mich. Platz 1 weltweit als Deutscher. Als erster Deutscher. Digga, das ist halt, also Bro, Monte, no front, aber Digga, du schreibst in deinen Titel immer Numero Uno und sowas rein, Bro. Es ist das, worüber du dich definierst. Prima, international. Yo! Papa Platte is short? Really? Was ist das für ein Bild? Warum ist das jetzt da drin? What? Papa Platte is tiny as hell, bro. Wait, he's gotta be like, what? 120 centimeters, bro? Papa Platte ist 1,20 Meter groß. Stimmt aber wirklich. He's short, bro. Me? He'd be like, what? Ey, ihr wisst gar nicht, Leute, Kevin ist so klein, wir waren mal in einem Restaurant und da hat der Kellner so einen Hochstuhl gebracht, damit Kevin auf Augenhöhe bei uns sitzt. Also der hat wirklich Kevin in so einen Hochstuhl festgemacht und das Ding ist, Kevin hat ja auch voll die kleinen Hände, das heißt, der kann die Gabel gar nicht richtig halten. Und als Kevin dann, diese Hochstühle, die haben ja vorne immer dieses Plastikteil und dann haben wir ihm Kevin halt die Gabel weggenommen, Kevin hat dann mit den Händen gegessen. Kevin hat aber auch 2 Bier getrunken gehabt und war super, super sauer und hat dann da alles vermatscht im Restaurant, mega peinlich. Aber Kevin ist tatsächlich super klein und hat doch Plateauschuhe, Kevin hat Plateauschuhe, aber was ganz krass ist bei Kevin, Kevin hat einen unglaublich fetten Schwanz im Vergleich zu seiner Körperlänge. Also der sieht halt groß aus, weil er halt 1,20 groß ist, sehen halt 10 cm groß aus im Vergleich. Trotzdem ist er eigentlich relativ klein. Nur so halt, ja. Right here. Like, he'd probably be like right there. Hallo? Ah, ich komme sofort runter. Dankeschön. Oh, so geil. Fett aus, was aus. Ich habe so viele Kollegen, die eine riesige geheime Hanfplantage haben. Okay. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Was glaubt ihr, wie alt die Musik wirklich ist? Denkt mal drüber nach. Okay, wir überlegen kurz. Ich denke 20 Jahre. Die Musik existiert schon länger, als es die Menschen gibt. Ja, also das glaube ich jetzt nicht, Digga. Das glaube ich jetzt. Ja, Kevin sagt, er ist 1,78. Monte sagt auch, er ist unter 30. Der Mann ist sauer, weil er auf die Bahnhofswache gebracht worden war. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Für uns zu kochen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wow, was sollen wir tun? Mach schnell auf. Wow, Digga. Wie passiert sowas? Wie passiert sowas, Digga? Digga, was soll ich machen? Bro. Okay. Wir grüßen. Ich hoffe, euch geht's gut. Moin moin. Willst du auch mal Hallo sagen? Ja. Moin. Auch so stark. Ja.
Digga, die haben immer so, also Trimax, mit Trimax ein Gespräch zu haben, ist wirklich unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Der hört manchmal nicht zu und steigt dann einfach mit einem ganz anderen Thema ein, Digga. Ich frage mich, wie das bei seiner Trauung ist. So, Max zu linken, Sinja zu rechten. Möchten Sie den hier angetrauten Maximilian Kurt-Alexander Stemmler zu Ihrem Mann nehmen? Und Trimax schaut einfach den Pastor nur an und sagt, Romatra? Die Honigfarm. Und das war's dann. Und das war's dann einfach. Und so wird's ablaufen. So wird's ablaufen. Und ratet mal, wer nicht eingeladen ist. Das bin ich. 12-Stunden-Stream. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass irgendjemand bei einer Schlägerei einfach dem anderen einen Arschbohrer gegeben hat. Nee, Bro. Was du da geguckt hast, sind einfach straight-up Gay-Porns. Das ist keine Schlägerei, Bro. Das ist keine Schlägerei, was du da geguckt hast, Digga. Das ist mein Kollege. Sei, ach du Scheiße. Aber der ist seit 2017 obdachlos. Lol, arme Menschen. Wie das jetzt Papa Platte gemacht hat oder ich auch. So ein 72-Stunden-Stream mit einem Stream-Pen. Was sagst du dazu? Oh, okay. Das sage ich dazu, Digga. Ich hoffe, der mief nicht, Digga. Das ist nicht, also das ist nicht gesund, Digga. Mhm. Der war 7 Stunden nicht auf Toilette. Der hat 7 Stunden nicht gepinkelt. Digga, Max isst doch 8 Stunden einfach nicht. Letztes Mal, wo ich bei Max war, hat er gesagt, ich habe 72 Stunden nichts gegessen oder 24 oder irgendwie sowas. Und hat sich dann erst den Bauch vollgeschlagen. Also, Max ist wirklich einfach... Ja, Max ist einfach ein Scheiß... Digga, der ist zum Meme geboren worden. Hätte es damals das Internet gegeben, wäre Max damals schon ein Meme gewesen. No joke. Mann, du bist ein Scheiß... Das brauche ich auch, so ein Ding. Ist da von mir kein Clip dabei, Junge, what the fuck? Ich habe so oft meinen Stuhl verprügelt, Digga. Und ich habe auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, also auch wenn ich mir die Faust breche, wenn ich einschlage, tut's dem anderen trotzdem auch weh, klar. Alter, Disneys große Pause, Digga. Disneys große Pause, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie heißt nochmal die eine mit der Mütze? Ich wollte die früher immer, also, da war ich so alt wie die. Jetzt nicht mehr. Also, die ist ja dann, damals war ja nur, war ja auch gezeichnet, ne, aber. Waren Spinelli, genau. Immer früher hinterm Klettergerüst, ja. Ich weiß die Lösung. Bitte nehmen Sie mich dran. Das ist Pythagoras, Alter. Ich hab seine Pythagoras. Raus hier! A Quadrat gleich Huren. Starkes Video mal wieder, hungriger Hugo, wirklich. Ich würde mir mehr von diesen YouTube-Kacke-mäßigen Videos wünschen. Aber ansonsten schon ganz geil eigentlich.